Du willst mich sprechen? Du wirst schon in einiger Zeit deinen eigenen Schüler haben. Dieser Schüler wird zu einem Ninja heranreifen, der eine große Veränderung in der Welt der Shinobi herbeiführen wird. Eine große Veränderung? Ja, und es wird sich entweder um große Stabilität oder verheerende Vernichtung handeln, Kleiner. Unsere Welt wird so etwas noch nie gesehen haben. Der Prophezeiung nach bin ich derjenige, der einen Revolutionär trainieren wird, der dieser Welt den Frieden bringen soll. Ich glaube, dass dies hier ein Teil meiner Bestimmung ist. Ob Nagato wohl dieser Revolutionär ist? Oh nein, meine drei Schüler sind verschwunden. Vielleicht finde ich ja einen weiteren Schüler, der die Welt zum Besseren verändern wird. Ich werde einen Weg finden, dem ein Ende zu bereiten. Ich muss diesen Schüler ausfindig machen. Den, der der Welt endlich wieder dauerhaften Frieden bringen wird. Vielleicht bist du ja das Kind, das uns prophezeit wurde. Die Welt der Ninjas gerät irgendwann in schreckliche Schwierigkeiten. Und der Retter, der zur rechten Zeit zur Stelle ist, wird das Kind der Prophezeiung sein. Wenn ich demnächst einen Sohn haben sollte, dann wird er natürlich auch ein Ninja. Und zwar einer der allerbesten, klar? Darum würde ich ihm gern den Namen des Hauptdarstellers in dein Buch geben. Und so geschah es. Der Junge heißt nun Naruto. Verlass dich mal drauf. Ich werde bestimmt Hokage. Und außerdem einer, der alle Hokage vergangener Zeiten übertreffen wird. Das ist nämlich mein persönlicher Weg des Shinobi. Verlass dich darauf. Echt jetzt. Denn ich werde die Zukunft ganz sicher verändern. Deshalb werde ich Frieden schaffen. Koste es, was es wolle. Naruto, ich bin mir ganz sicher, dass du das Kind der Prophezeiung bist. Und deswegen werde ich die Sache nun dir überlassen. Das würde bedeuten, dass die Prophezeiung sich bis jetzt erfüllt hat. Und das wiederum heißt, dass auch Naruto tatsächlich das Kind dieser Prophezeiung ist.